Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch zusammen bei diesem Mercedes einmal einen Ölwechsel durchführen. Was ist das für ein Mercedes? W205. Baujahr 2018, dritter Monat. 155 kW, 2 Liter Benzinmotor. Bei dem möchte ich einmal mit euch zusammen den Ölwechsel durchführen. Was benötigt ihr für Öl, Ölfilter? Wichtig, Freigabe beachten. Unten in der Videobeschreibung ist der Ölwegweiser. Da könnt ihr die Schlüsselnummer eintippen und gucken, welches Öl zu eurem Motor passt. Und ja, wie man das bei diesem Auto macht, zeige ich euch jetzt. Und ich würde sagen, los geht's. So, da haben wir den hübschen Motor. So, wichtig, bevor wir den Ölwechsel starten, achtet darauf, dass ihr den Motor betriebswarm habt oder wenigstens ein bisschen warm, dass er nicht komplett kalt bei euch ist. Und der Ölfilter befindet sich hier. Wir werden den Ölfilter erst abschrauben. Warum schrauben wir den ab? Damit das Öl, was im Ölfilter ist, auch ablaufen kann und wir den halt, wenn wir das Öl ablassen, mit rauskommt. Wir benötigen eine 27er Nuss. So, da legen wir einen Lappen hin. Mit einer 8er Nuss schrauben wir hier einmal die Verkleidung ab. Mit einer 13er Nuss schrauben wir hier einmal die Ölablassschraube ab. So, neue Ölablassschraubendichtung drauf machen und die Schraube hier bekommt 40 Newtonmeter. Einmal den Ölfilter braucht ihr. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Dann machen wir einmal den alten Filter ab. Und hier sind drei Dichtungen. Die Dichtungen machen wir auch einmal ab. Und
Also die neuen Dichtungen sind nämlich dabei. Also die Dichtungen ein bisschen mit Öl beschmieren und den neuen Ölfilter drauf. Und dann der neue Filter wieder rein. Also und auf dem Deckel steht drauf 25 Newtonmeter. Dann können wir das Ganze hier wieder zusammenbauen. So. So, der bekommt 7 Liter. Dann kippen wir das mal rein. Wir zeigen das hier jetzt nur, dass wir 2 Liter reingekippt haben, aber im Video seht ihr halt nur 2 Liter. Muss ich hier nicht jedes Mal die Kanne zeigen. So, wenn dann genug Öl drin ist, kontrollieren wir das einmal, so dass er zwischen Minimum und Maximum ist. Ja, dann können wir einmal starten. Also Empfehlung ist immer, dass er in der Mitte zwischen Minimum und Maximum ein bisschen über der Mitte ist. Deckel nicht vergessen. So, anschließend das Ganze hier einmal kontrollieren. Ja, ein bisschen nachfüllen. Ja Leute, und so in etwa könnte man den Ölwechsel durchführen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wichtig, Serviceheft eintragen, was er nicht hat, Ölzettel reinmachen und ja, Serviceanzeige zurücksetzen. Da machen wir auch ein Video von, folgt auch oder ist davor rausgekommen, einfach auf dem Kanal W205 Service zurücksetzen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.